Auf. Jetzt geht's nicht mehr. Wir sind hier angekommen und kommen irgendwie nicht weiter. Wir sind jetzt in Cartagena, in Murcia, in Spanien. Und ja, haben eigentlich jetzt nichts zu lachen. Wir haben gestern den Rigger mal an Bord gehabt, der einen kleinen Rig-Check gemacht hat, was wir eigentlich schon seit Anfang der Reise vorhatten. Und ja, so wie es aussieht, ist unser Rig jetzt 10 Jahre lang angeschlagen, lag davor aber 18 Jahre verstaut im Keller. Und alleine die 10 Jahre sind eigentlich schon so die Zeit, wo man das eigentlich wechseln sollte. Und der Rigger hat auch ein paar Ermüdungszeichen gefunden. Und naja, letztendlich war seine Aussage, wenn wir jetzt nur noch im Mittelmeer bleiben, dann könnte man es auch noch mal ein paar Jahre drauf lassen und gucken. Und wenn eine Wand bricht, dann fährt man halt den nächsten Hafen. Aber dadurch, dass wir jetzt über den Atlantik wollen und Ozeane überqueren wollen, würde er uns schon dringend raten, das zu wechseln. Und das haben wir uns jetzt nicht so lange überlegt, aber wir haben uns überlegt und uns dann doch für die Pro-Vernunft entschieden. Und jetzt lassen wir unser Rig noch wechseln, was natürlich extrem teuer ist. Eigentlich sind wir hier, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt mal unseren Autopiloten einbauen, den wir schon seit gut einem Monat mit uns rumfahren. Und naja, das ist natürlich völlig ausgeartet, wie immer auf dem Boot. Hat dann irgendwann 5-6 Tage gedauert, bis alles eingebaut war. Und jetzt scheint es zu funktionieren. Wir haben jetzt noch keinen Test auf offener See vorgenommen. Dann haben wir noch unser Großsegel ein bisschen ausbessern lassen. Das hat jetzt keinen Riss oder so, aber ein paar Nähte mussten da überarbeitet werden. Haben unsere Rollanlage vom Groß jetzt auch noch mal ein bisschen gewartet und ja, dachten eigentlich, jetzt können wir schön weiter segeln, jetzt alles gut, und dann kam das mit dem Rig raus. Naja, jetzt kümmern wir uns darum noch, das dauert jetzt sicherlich noch mal eine Woche und mindestens, wenn nicht länger, und dann geht es weiter Richtung Kanaren und Richtung Atlantik. We'll be right back.
bin ich mal auch. Wir sind in Cartagena. Hoffentlich, das ist unsere letzte Woche. Wir haben gestern Mast abbekommen vom Boot und warten jetzt, bis unsere Rega mit allen Stagen fertig wird. Und dann können wir dann wieder draufsetzen. Heute waren wir mit Winch-Service beschäftigt und haben zwei Winchen gewartet und haben auch ein kleines Problem mit dem Motor behoben. Der Motor konnte irgendwie nicht starten und wir wussten nicht, woran es liegt. Und wie es rausgekommen ist, war so ein Behälter für Überlaufwasser voll und das war ein bisschen schlammig sogar drin. Das musste man nochmal rausputzen, dieses Schlamm entfernen, mehrmals mit dem Wasser spülen und dann ging es. Das sieht doch eklig aus. Weißt du, was richtig eklig aussieht? Was? Unsere Schlacke, unser Schlamm hier drin. Oh, und bitte nicht. Ja, es ist ziemlich eklig. Und wo ist das eigentlich? Das ist unser Überlauf vom Kühlwasser. Und der funktioniert nicht mehr, weil da nichts mehr durchkommen kann. Aber was ist das für ein Schlamm? Das sollte doch nur Wasser sein. Ja, Ablagerung über die Jahrhunderte, die dieser Dieselmotor schon läuft. Wir behaupten, dass wir allerdings noch ein Problem haben mit unserer Starterbatterie, weil in den Situationen, wo wir den Motor am meisten brauchen, startet er nicht. Und so kann es leider nicht weitergehen. Wir müssen entweder einen Mechaniker oder einen Elektriker rufen, weil selber kommen wir nicht irgendwie an die Lösung ran. Unsere Freunde sind vor 2 Tagen gestartet aus Cartagena und sind schon in Gibraltar. Und wir sehen, dass viele Menschen da gerade auf den passenden Wind warten und viele auch heute auf die Kanaren gestartet haben. Und wir hoffen einfach, dass wir bald auch Segel setzen können und einfach diese Marina verlassen. Auch wenn es sehr nett hier ist und mega gefällt. Ich wollte euch jetzt mal eine kleine lustige Story erzählen. Wir sind ja die ganze Zeit am Reparieren und am Machen und am Tun und jetzt dachte ich, jetzt nur langsam sehen wir Licht am Ende des Tunnels. Aber jetzt startet unser Motor immer unzuverlässiger. Also die Zündung geht entweder, also die Zündung geht immer an, aber dann geht der Anlasser manchmal an ohne Probleme und der Motor startet ganz normal und läuft dann ganz normal. Oder der Anlasser geht eben gar nicht an, also macht gar kein Geräusch. Und jetzt wälze ich mich hier gerade durch die alten Schaltpläne von dem Boot. Das hat ursprünglich mal ein Elektroingenieur selber so konzipiert. Und naja, jetzt schaue ich mir hier die ganzen Schaltpläne an. Und es ist schon noch ein bisschen so wie Medizin. Man schließt aus, man verfolgt die häufigsten Ursachen und kommt dann hoffentlich drauf. Jetzt ist meine aktuelle Verdachtsdiagnose, dass die Anschlüsse am Zündschloss korrodiert sind. Jetzt baue ich das gerade aus und gucke mir das in Ruhe mal an. Sieht auf jeden Fall auch schon gut mitgenommen aus. Das sieht doch ziemlich verdächtig aus. So, ich habe jetzt mal alles schön gesäubert. 2 Anschlüsse, die korrodiert waren, gewechselt. Und jetzt probieren wir aus, ob es geht. Auf. Jetzt geht's nicht mehr. Nein! Oh nein! Es ging gerade. Ach Manno. Jetzt nach dem Fail haben wir nochmal an einem Kontakt ein bisschen rumgespielt und den nochmal ein bisschen fester gedrückt. Jetzt hat es schon 2-mal funktioniert. Jetzt gucken wir, ob es weiterhin so bleibt. Okay, dann können wir frühstücken. Wir haben gerade ein Paket bekommen, zum Glück.
Und das ist jetzt ein Teil für unseren Windgeber. Unser war kaputt und wir werden das ersetzen. Also so sah es jetzt aus. Mit dem natürlich Mast runter können wir sehen, was das Problem ist, wieso unser Windgeber nicht funktioniert hat. Ja, weil dieses Teil ist abgebrochen. Ja, eigentlich hier diese Schaufel sieht noch ganz in Ordnung aus, aber werden vielleicht doch auch ersetzen. Ja, kleines Projektchen und hoffentlich läuft es dann wieder. Nach dem leider erfolglosen Versuch, den Windgeber zu reparieren, kümmerten wir uns außerdem noch um einen Service der Rettungswesten und Feuerlöscher. Dafür musste man 10 Kilometer mit dem Rad durch das Hinterland fahren. Nach all diesen Projekten wollten wir mal etwas anderes als Marinaluft schnuppern, packten unsere Rucksäcke, um in der Halbwüste von Murcia zu wandern und zu zelten. Raus aus der Marina! Genau. Gruß aus dem Zelt. Wir sind im schönen Murcia. Und gehen jetzt schlafen. Gute Nacht. Es ist erst zwar wahrscheinlich 9 Uhr, aber schon seit 2 Stunden dunkel. Und ja, wir haben keine Bücher mitgenommen. Naja, aber ich glaube, den Schlaf können wir auch gebrauchen, oder? Nach dem allem Sturm, was wir genau in den letzten Tagen hatten. Das, man, nichts wackelt, nichts bewegt sich. Ganz verrückt. Schön. Ja, endlich mal raus. Auf dem Boot könnte man kaum mehr aushalten. Also zumindest für mich. Wir sind schon seit... Bei mir ging es noch. Bei mir nicht mehr. Über 10 Tage in der Marina und andere 7 Tage sind noch vor uns. Und das ist wirklich schöne Abwechslung, würde ich sagen. Ja, es ist halt, wir haben halt so viele Projekte zu tun. Aber man verliert da schnell mal den Überblick über das große Ganze und eigentlich... war es uns jetzt auch wichtig, dass wir mal ein bisschen noch was hier sehen von Spanien, auch wenn wir eigentlich mental schon durchsegeln auf die Kanaren. Aber cool, jetzt noch hier was zu sehen. Auf jeden Fall eine schöne Experience. Außerdem waren wir seit Monaten nicht zelten, wahrscheinlich seit Jahren nicht zelten. Nein, seit Jahren nicht. Nee, wir waren im Frühjahr, waren wir schon. Ja. Thank you.
sind hier angekommen und kommen irgendwie nicht weiter. Und das Tor ist leider zu. Das heißt, was mich jetzt auch erwartet, ist Klettern durch das Tor. Naja, toll. Geht es? Schwierig. Shit. Komm, Manki, du schaffst es. Ja, sauber. Weiß nicht, warum sie uns hier einsperren oder aussperren. Ich glaube, wir sind ja von der falschen Seite gekommen. So ein Jagdbezirk oder Jagdrevier. Auf dem Rückweg mussten wir ein kleines Stück trampen. So sind wir auf Francisco gestoßen, der als LKW-Fahrer für eine lokale Brauerei arbeitet. So erklärte er auch die Bierdose im Getränkehalter. Er erzählte uns vom Leben in Murcia, das so viel trockener und wärmer ist als bei uns in Mitteleuropa. Sin embargo, aquí la calefacción no se necesita. Yo no la uso casi. Ok, en mi casa no, pero sí tiene su. Porque los inviernos no son muy fríos. Y en mi casa, viendo algún día. Es ist noch eine sehr saubere Straße hier. Murcia ist auf jeden Fall ein ganz schönes Ghetto auch. Nach einer Woche hatte Fernando, unser Rigger, wie versprochen alle neuen Wanten vorbereitet und konnte unseren Mast zusammen mit zwei weiteren wieder stellen. Wir hatten bereits Crew an Bord genommen, die schon langsam unruhig wurde. Nach dem groben Fixieren des Mastes schlossen wir die elektrischen Kabel der Lampen, Antennen und Sensoren an, bis der Rigger später vorbeikam, um die Wandenspannung zu finalisieren. Endlich war alles erledigt und wir konnten weiter segeln. Der ganze Spaß hat uns knapp 8000 Euro gekostet, da unser Rig aus sehr vielen einzelnen Wanden besteht. Zumindest sollten wir damit nun für das nächste Jahrzehnt Ruhe haben. Das war's nun wieder mal bis hierhin. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.